Es kommt jetzt ein Mann zu uns, der gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und der einmal die Welt durcheinander gebracht hat mit seinen Behauptungen, wovon einige noch nicht widerlegt sind. Freuen Sie sich mit mir auf Erich von Däniken. Wir kennen uns so viele Jahre, wir duzen uns, die vertraute Ansprache darf erlaubt sein. Hast du einen Garten zu Hause? Ja, ich habe einen Garten, aber zuständig dafür ist meine grüne Gattin. Aha. Und mit der bin ich schon seit 56 Jahren verheiratet. Die ist dir immer noch nicht weggelaufen, obwohl du immer noch die Außerirdischen suchst. Nein, ganz im Gegenteil. Weißt du, jeden Sonntag, wenn ich zu Hause bin, machen wir Mittagessen. Sie kocht hervorragend. Und dann halte ich immer Händchen und sage meiner Frau, Elisabeth, gib mir noch ein bisschen Zeit. Aus mir wird schon noch was. Und dazu gibt es aber auch ein Glas Wein, denn ich weiß, du hast eine bedeutende Sammlung von Bordeaux-Rotweinen. Ja, weißt du, ich war früher mal von der Gastronomie. Das ergab sich elterlicherseits. Und dann versteht man halt was vom Essen und Trinken. Und wie du gesagt hast, einleitend, ich bin 80 geworden und ich trinke immer noch meinen Wein jeden Abend. Am Rande, wie euer Bundeskanzler Helmut Schmidt, ich rauche auch noch. Das lassen wir lieber weg mit dem Rauchen, aber du siehst blendend aus. Ich freue mich. In Sindelfingen hat man dir zum Geburtstag, glaube ich, einen Kongress gewidmet. Ja. Was hat man da besprochen? Da waren rund 3000 Leute in der Messehalle. Und da waren ein paar brillante Redner, auch aus dem wissenschaftlichen Bereich. Der amerikanische Astronaut Ed Mitchell, das ist der Mann, der mit dem Mondauto seinerzeit rumgefahren ist. Oder das Mathematikgenie Professor Dr. Vikram Shinge. Der hat lange mit Nobelpreisträger Francis Crick und mit Sir Fred Hoyle zusammengearbeitet. Der ist Professor für Astrophysik, hat eine brillante Rede gehalten und unter anderem erklärt, die früheren Annahmen, wir alle haben mal gelernt im Gymnasium, das Leben sei in der Ursuppe entstanden. Da haben sich Atome gefunden zu Molekülen und zu größeren Gebilden etc. Und daraus wurde dann das Leben, die Zelle. Und der sagt heute, das stimme nicht mehr, das sei widerlegt. Das Leben, die Information, müsse von außerhalb der Erde gekommen sein. Und das ist natürlich für einen Typen wie mich sehr, sehr hilfreich. Das ist das Ding. 1968 hat er geschrieben, Erinnerungen an die Zukunft. Das war ein Weltbestseller. Und wenn ich mal jetzt ein Beispiel anführen darf. Nehmen wir mal an, du hast 2 Millionen Buchseiten geschrieben. Wie viele davon würdest du heute noch mal wiederholen? Oder anders gefragt, charmanter gefragt, wie viel ist davon erstunken und erlogen? Also, erstunken und erlogen ist gar nichts. Aber du hast vollkommen recht, einiges kann man wegschmeißen. Schau, ich muss vielleicht für die Zuschauer kurz erklären, grundsätzlich, um was es ging. Vor vielen, vielen Jahrtausenden, da waren meiner Meinung nach mal Außerirdische auf der Erde. Unsere Vorfahren waren Steinzeitleute, die begriffen nichts. Sie meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt keine Götter. Das ändert nichts dran. Unsere Vorfahren wussten das nicht. Und so ist es eingewandert in die Legenden, in die Mythen, zum Teil auch in die Heiligen Schriften. Das ist die Grundidee. Und für diese Grundidee habe ich in 37 Büchern versucht, Indizien zu bringen, die die Idee, die Hypothese unterstützen. Und einige dieser Indizien sind selbstverständlich falsch. Oder sind widerlegt worden. Als junger Mann, mein Gott, ist man begeisterungsfähig. Man glaubt vielleicht auch jeden Mist. Man ist nicht kritikfähig und da schleichen sich Fehler ein, die man dann nachher wegschmeißen kann. Doch im Großen und Ganzen, die Hypothese ist bestärkt und ist bestätigt worden inzwischen weltweit von immer mehr blitzgescheiten Menschen. Also ich kann dir einen dazu nennen, Sir Francis Crick, der Mann, der mit Watson zusammen immerhin die DNA entschlüsselt hat. Den habe ich kennengelernt, der schwärmte von dir und hat gesagt, Erich von Däniken, der stellt die richtigen Fragen. Und glaubst du nach wie vor daran, dass die Außerirdischen schon mal hier waren? Und gab es da vielleicht keine Menschen? Sind die abgehauen, weil es zu langweilig war, wie auf dem Mond? Lieber Frank Kelsner, ich glaube das nicht. Ich weiß das. Glaube ist der Bereich der Religion. Und wenn man so viele Indizien gesammelt hat wie ich, um diese Hypothese zu unterstützen, dann weiß man es. Tatsächlich sind die wieder abgehauen seinerzeit. Die haben sich benommen, so wie sich Ethnologen benehmen würden. Haben ein paar Stämme studiert, ein paar Sprachen gelernt, sind dann wieder verschwunden. Allerdings mit dem Versprechen, in einer fernen Zukunft würden sie wiederkehren. Und dieses Wiederkunftsversprechen
ist eingewandert in die Mythen, in die Legenden, zum Teil auch in die Religionen, bis auf den heutigen Tag. Und die werden wiederkommen. Dein neues Buch heißt Unmögliche Wahrheiten. Welches ist denn so die Hitparade deiner wichtigsten unmöglichen Wahrheiten? Davon wimmelt's. Alle gebildeten Menschen kennen inzwischen das Wort Nazca. Nazca ist eine Wüstenfläche in Peru. Und wenn man über diese Wüstenfläche fliegt, dann sieht man unter sich so komische Linien und Figuren. Einige der Linien sehen aus, als wären es vergammelte Flugpisten. Ich habe übrigens nie gesagt, es seien Flugpisten, nur es sieht so aus der Luft. Jetzt, was gibt's Neues? Dank der Satellitentechnologie hat man inzwischen weltweit an 4 anderen Orten auch, in Anführungsstrichen, Nazcas gefunden. Zum Beispiel in Südafrika oder in der ehemaligen Sowjetunion, also im heutigen Russland, bei Ustjurt am Aralsee oder in Saudi-Arabien findet man dank Satellitenaufnahmen Wüstengebiete mit riesigen Dreiecken, Zeichen drin, Symbolen, Figuren, alles so überproportioniert angelegt, dass man es nur aus der Luft erkennen kann. Und da sage ich, mein Gott, Nazca ist nicht allein. Vielleicht sollten wir Nazca verbinden mit den anderen Orten. Aber vor Jahrtausenden hatten unsere Vorfahren keinen Kontakt miteinander. Wieso haben die weltweit Zeichen angelegt, die so gigantisch sind, dass man sie nur aus der Luft sieht? Die waren vielleicht kurzsichtig. Nee, die machten meiner Meinung nach Zeichen für die sogenannten Götter. Zeichen für die, die da oben, von denen man wusste, dass es sie gibt. Übrigens, es gibt in dem neuen Buch, zum Beispiel in Argentinien, hat man eine Hochebene gefunden, die ist schon seit Millionen von Jahren da. Und da liegen versteinerte Bäume. Soweit nichts Außergewöhnliches. Naturwissenschaftlich kann man erklären, wieso Bäume über Jahrmillionen versteinern. Nur, viele dieser Baumstämme sind genau gleich lang und sind abgeschnitten, oben und unten, als ob eine Säge durchgezogen worden wäre. Ein Ding der Unmöglichkeit, denn vor Jahrhunderttausenden oder noch vor Jahrmillionen hat niemand mit einer Säge gewerkelt. Solche Beispiele bringe ich da drin, immer mit Fragezeichen. Bitte gebt mir eine vernünftige, mögliche Erklärung. Das heißt, die Fragen, die du stellst, werden dir sehr selten beantwortet. Das ist doch im Dauer eines so langen 80-jährigen Lebens auch ein bisschen unbefriedigend. Zweifelst du nicht manchmal auch ein bisschen an dir selbst? Nein, ganz im Gegenteil. Weißt du, ich bin ein Widder. Also, ich glaube, wie du, wenn ich mich richtig erinnere, hast du kürzlich auch einen Geburtstag gefeiert? Könnte man hinterher gratulieren. Ich bin ein Widder. Und Widder, das sind die Draufgänger. Wenn ich angegriffen werde, dann frage ich mich oft, war es zu Recht? Hast du Fehler gemacht? Bist du schuld? Steh dazu. Gib's zu. Wenn es zu Unrecht ist, dann werde ich verrückt und werde hartnäckig und will erst recht beweisen, dass da viel mehr dran war, als das, was man so als Luftibus irgendwie sagen könnte. Und inzwischen ist zu der Hypothese, die ich seit über 50 Jahren vertrete, viel Neues dazugekommen. Ist denn auch von den Wissenschaftlern Neues dazugekommen? Oh ja, es gibt immer mehr kluge Leute weltweit, die sich Teilaspekte dieses Gedankenguts zu eigen machen und zum Beispiel aus ihrem Fachbereich heraus anfangen, etwas zu studieren. Ist das denkbar? Ist das möglich? Am interessantesten im ganzen Sektor sind die Mythen. Mythen und Legenden haben wir immer schon gehabt. Und Mythen und Legenden, speziell wenn es irgendwas mit Gott zu tun hat, haben wir es immer religiös interpretiert. Zum Beispiel gibt es ein altes Buch, das ist aufgetaucht in Äthiopien schon vor 160 Jahren. Übersetzungen hat man erst jetzt gemacht. Das heißt das Buch Henoch. Da erklärt einer in der ersten Person, was er damals erlebt hat. Henoch kennt man. Er war der 7. Patriarch in der Bibel vor der Flut. Jetzt hat man diesen Henoch immer religiös interpretiert. Man hat gesagt, naja, der hat eine Himmelfahrt gemacht. Er kam mit Engeln zusammen, mit Erzengeln. Er ist in himmlische Paradiesgärten gelaufen. Jetzt kommen neue Übersetzungen dieser alten Texte mit modernem Wissen. Jetzt sagt man, stopp, die Himmelfahrt war gar keine Himmelfahrt. Der ist hinaufgenommen worden, quasi in ein Mutterraumschiff. Der ist nicht durch Paradiesgärten gelatscht, sondern ganz einfach durch Plantagen in einem Mutterraumschiff. Er kam nicht ins Allerheiligste, sondern ganz einfach ins Zentrum, meinetwegen in die Kommandozentrale. Das waren keine Engelchen, gemeint Engel, Botschafter des allmächtigen Gottes, sondern das waren Außerirdische. So, es ist immer eine Frage der Interpretation. Nur 10 alte Worte
modern deuten und ein alter Text bekommt einen völlig anderen Sinn. Und das ist absolut im Gang, auch von sumerischer Seite her, sumerologischer Seite her. Bist du eigentlich ein religiöser Mensch? Ein tiefgläubiger Mensch. Ich bin einer von denen, die jeden Abend beten. Schau mal, Frank, nimm mal zu meinen Gunsten an, ich hätte recht. Schön, dann wären mal Außerirdische da gewesen. Da muss die nächste Frage lauten, ja toll, woher kamen die? Jetzt kannst du sagen, die sind wiederum von anderen Außerirdischen beeinflusst worden. Ja, und die anderen Außerirdischen. Man kann das Spiel ja weiterspielen über hunderte von Millionen Jahren. Irgendwann ist man am Ende der Fahnenstange. Da wird man ganz klein, respektvoll und sagt mit der Religion, hier ist Schöpfung, hier ist Gott. Man verliert den Gottesglauben überhaupt nicht, wenn man sich mit Außerirdischen auseinandersetzt. Von diesen ganzen Wundern auf der Welt, ob das nun diese Figuren sind auf den Osterinseln, ob es die Pyramiden sind, welches dieser Wunder ist denn für dich eigentlich das Überraschendste? Zum einen Nazca haben wir schon angeschnitten und zum anderen die große Pyramide nach wie vor. Jeder kennt die großen Pyramiden in Ägypten, darüber müssen wir nicht reden. Was man nicht weiß, in den letzten Jahren durch moderne Technologien, es gibt so etwas wie ein Radar, da kann man durch Gestein durchschauen. Durch moderne Technologien hat man immer mehr Korridore, Gänge und Räume entdeckt in der Pyramide drin. Bislang meinte man, es sind die bekannten Räume, die sogenannte Königskammer, die Königinnenkammer und da unten noch eine Kammer. Inzwischen weiß man mehr und mehr. Jetzt, wenn man natürlich die exakte Position von solchen Räumen kennt, fragt sich der Kritiker, ja, dann geht doch hin und schaut, was drin ist. Man kann nicht. Die Durchgänge, die Schächte haben so 14 bis 20 Zentimeter Seitenlänge. Da kriegst du nicht mal ein Baby rein. Nur Hightech, also moderne Technologie, mit einem Roboter kann da reinfahren. Aber es kommt immer mehr zum Vorschein, wo wir uns fragen, hinter all dem muss eine Planung stecken. Ich denke, es ist ingenieurmäßige Planung. Passt die in die Zeit von Cheops, dem angeblichen Erbauer der großen Pyramide? Cheops Vater, der Snorfu, der kam schnurstracks aus der Steinzeit. Und die Planung ist so aufwendig mit all diesen Schächten, Räumen, Dingen. So, nicht die Steine. Selbstverständlich haben Menschen die Pyramiden gemacht. Man hat mir immer wieder vorgeworfen, der Däniken behauptet, Außerirdische hätten hier Pyramiden gebaut oder Tempel. Ach Quatsch, die haben sich die Finger nie schmutzig gemacht. Das haben immer die Menschen getan. Der Däniken fragt, wieso? Für die Götter. Für welche Götter? Die klassische Antwort ist, ja, die Götter der Natur. Blitz, Donner, Erdbeben. Die gab es auch, die Naturreligionen. Aber die Götter, die ich meine, die haben gesprochen. Da ist Information geflossen. Die haben unseren Vorfahren Kalenderdaten gegeben und Dinge, die die Natur nicht macht. So, welche Götter? Das ist meine Frage. Und die werden wiederkommen. Sag mal, gibt es eigentlich Momente, wo du mal am Strand liegst, mal zwei Stunden nichts machst? Nichts langweiliger als Ferien. Das ist schrecklich. Ich kann das nicht. Ich bin auch Samstag, Sonntag immer im Büro und nie ein Muss. Nie. Ich wüsste nicht, was ich zu Hause machen sollte. Ich werde im nächsten Monat noch in Brasilien sein und in den USA, im Sommer in Australien. Ja, das wollte ich dich fragen. Was sind deine nächsten Ziele? Es hört nicht auf. Oder gibt es denn so eine Weissagung von dir oder eine Prophezeiung, wann die Außerirdischen denn mal wiederkommen könnten? Eigentlich wären die längstens fällig. Nun habe ich persönlich noch nie ein UFO gesehen. Ich werde das Gefühl nicht los, wenn der Erich von Däniken auftaucht, dann rauschen die ab. Aber sie wären, wenn man an den Überlieferungen glaubt, wären sie eigentlich fällig. Also es gibt ja Menschen, die sagen, der Däniken ist ein Außerirdischer. Lieber Frank, ich bin jeden Morgen unter der Dusche und ich bin absolut menschlich. Wie geht's eigentlich deinem Park? Du hast doch in der Nähe von Interlagen so einen Park mal gebaut, wo junge Menschen sich ein bisschen interessieren können für das Weltall, für die Außerirdischen. Und irgendwann soll der mal insolvent gewesen sein, weil ihr im Winter keine Gäste hattet. Ist da jetzt im Sommer wieder auf? Der Park, die ganze Idee stammte von mir. Ich habe auch alle Texte gemacht. Und ich habe immer darauf geachtet, beim Texteschmieden, dass der Park nicht ein Ort der Rechthaberei wird. Am Ende endet man mit Fragezeichen. Man lernt das Staunen wieder. Der Park hat im Winter finanziell draufgelegt, dann haben die zugemacht. Aber schon seit Jahren ist der Park offen. Der heißt Jungfrau Park, ist immer im Sommer offen. Dieses Jahr beginnt die Saison am 2. Mai. Entschuldigung, warum heißt der Jungfrau Park?
Ich wohne in Interlaken, Interlaken im Berner Oberland. Und dort ist Eiger, Mönch, und Jungfrau, alles ist das gigantische Dreigestirn der Berge. Und deshalb nennt man es Jungfraupark. Alle Shows sind da. Ich habe vorhin über diese Wüste von Nazca gesprochen in Peru. Wir haben seinerzeit den Park Nazca aufgenommen mit Helikopter. Eine Kamera so und die andere direkt nach unten. Im Park sitzen die Zuschauer auf einem Glasboden. Und alles, was auf der Leinwand läuft, zieht sich unter ihnen durch. Man fliegt über Nazca. Das sieht wirklich gigantisch aus. Wenn man mal Zeit hat, man braucht den ganzen Tag dazu, auf nach Interlaken. Also, mein lieber Erich, du bist gerade 80 Jahre alt geworden. Du sprichst mit der Dynamik eines 20-Jährigen. Die wünsche ich dir. Und ich hoffe, dass du noch vielen Menschen erzählen kannst von deinen fantastischen Ideen. Auch wenn keine davon jemals wahr wird, es hört sich fantastisch an. Erich von Däniken. Danke dir. Danke dir.